dass ich eine große Hochachtung und die Menschen in Deutschland auch eine große Hochachtung haben für das, was in Spanien im Augenblick geschieht, welche Reformen durchgeführt werden. Und der Ministerpräsident hat mich über die einzelnen Schritte informiert und ich bin beeindruckt auch von der Konsequenz, in der diese Schritte umgesetzt werden. Und wir wissen aus eigenen Erfahrungen, dass solche Reformen, bevor sie ihre Wirkung in Form von Arbeitsplätzen zum Beispiel entfalten, eine ganze Zeit brauchen. Das ist eine schwierige Wegstrecke. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Und dies sagen auch viele in Deutschland und natürlich auch international. Wir sind zutiefst dem Schutz unserer gemeinsamen Währung verpflichtet. Das war der Geist, in dem unser Gespräch stattgefunden hat. Der Euro ist eine gemeinsame Währung. Der Euro ist aber auch ein politisches Projekt. Er ist die Verwirklichung der Idee eines wirtschaftlich leistungsfähigen, eines einheitlichen Europas mit einem Binnenmarkt, mit einem friedlichen Zusammenleben der Völker, mit einer immer engeren Zusammenwachsen. Und deshalb sind wir auch verpflichtet, die Europäische Union weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln, insbesondere die Kooperation im Euroraum. Und darüber haben wir natürlich auch